Am 15. Januar 1943 erreichte die Panzerabteilung 116 unter Führung von Hauptmann Teppe den Manitzstamm bei Sporny, ein für die Abteilung historisch gewordener Punkt. Denn bereits beim Vormarsch im Juli 1942 wurde dieser Damm durch den Spitzenzug der Panzerabteilung 16 unter Führung von Oberfeldwebel Bunzel genommen. Diesmal beim Rückzug war es wieder Oberfeldwebel Bunzel, der an der Spitze seines Zuges in das feindbesetzte Dorf zusammen mit dem Grenadierregiment 60 einbrechend es ermöglichte, einen eigenen Brückenkopf zu bilden, um damit den Übergang der Division über den Manitzsch zu ermöglichen. Die 4. Panzerarmee beglückwünschte die Division in ihrem Tagesbefehl zu dem Erfolg und erwähnte besonders die Panzerabteilung 116 und das Grenadierregiment 60. Oberfeldwebel Bunzel wurde für diese Tat zum Ritterkreuz eingereicht. Durch diese tapfere Tat sind die Kräfte der Division gerettet, die später entscheidenden Anteil haben sollten in den weiteren Kampfhandlungen im Südabschnitt. Nach laufenden Kämpfen hatte die 16. Infanteriedivision mit ihrer Panzerabteilung am 16. Februar 1943 den Raum ostwärts Matwejew-Kurgan erreicht. Die Panzerabteilung 116 liegt an diesem Tag in Politoldeskoje. Dort trifft sie um 0.45 Uhr ein. Sie sichert sich am Nordrand des Ortes. Um 5.15 Uhr folgt bereits wieder Einsatzbefehl, um zusammen mit dem Kratzschützenbataillon 165 die in der Flanke vom Russen genommenen Orte Marjewka und Schelkonikow zu nehmen. Der Zug des Oberfeldwebel Algermissen der 4. Kompanie Panzerabteilung 116 erhält Aufklärungsauftrag gegen das Angriffsziel und meldet die Ortschaften mit Infanterie, Pack und Panzer vom Feind besetzt. Der Zug erhält Feuer und geht auf Befehl auf die Höhe 102,4 südlich Schelkonikow zur Sicherung zurück. Nach Verbindungsaufnahme mit dem Kratzschützenbataillon 165 in Vidny tritt die Kampfgruppe Tebbe mit aufgesessener 2. Kratzschützenbataillon 165 umfassend zum Angriff an. Nach hartem Häuserkampf wird der Nordteil des Ortes genommen. Es ist eisig kalt. Um 11 Uhr fällt sehr starker Nebel. Durch die Optik ist kaum noch ein Ziel zu erkennen. Die Kampfgruppe Tebbe erhält starkes Feuer von Panzer, Pack und Panzerbüchsen. Auch die Kratzschützen müssen den Angriff einstellen, da im Nebel die in den Häusern und Strohhaufen sitzenden Gegner nicht zu erkennen sind. Der Arztpanzer erhält Treffer. Der Stabsarzt der Abteilung Dr. Jahn fällt. Oberstleutnant Kühne, Chef der 4. Kompanie Panzerabteilung 116, meldet, als der Nebel sich ein klein wenig lüftet, von der nördlich vor ihm liegenden Rollbahn enge Marschbewegungen feindlicher Motorkolonnen, teilweise mit angehängter Pack und einigen Panzern in Richtung Westen. Er kann noch einen Feuerüberfall machen, muss aber wegen wieder fallenden Nebels den Kampf abbrechen. Der marschierende Feind war, wie man heute wohl mit Sicherheit behaupten kann, ein Teil des sowjetischen 4. Mechanisierten Gardekorps, dessen Schicksal einige Tage danach vernichtend besiegelt werden sollte. Es erfolgte noch ein Feindangriff mit Panzern auf Marjewka und der schlechtesten Sichtverhältnissen wurde noch ein Feindpanzer abgeschossen. Mangels Sicht musste der Kampf jedoch abgebrochen werden. Die Kampfgruppe Tebbe setzte sich nach Südosten ab und sicherte bei Punkt 116,4 gegen den Ort. Mit anbrechender Dunkelheit erfolgte der Rückmarsch nach Vetny und am Nachmittag des 16.02. rückt die Panzerabteilung 116 in die Maulwurfstellung am Mius nach Pretowskoje ab. Der Divisionsstab der 16. Infanteriedivision liegt in Bolschaja Neklinowka. In diesem Raum liegt gleichfalls der Stab der 15. Luftwaffenfelddivision. Am 17.02. ist Ruhe und der notwendige technische Dienst kann durchgeführt werden.
Am 18.02. um 13.30 Uhr erhält Hauptmann Tebbe Befehl, Erkundung von Stepanowski. Um 16 Uhr ist es bereits dunkel. Erfolgt Einweisung des Führers der Kampfgruppe durch den Kommandeur der 79. Infanteriedivision. Diese ergab im Wesentlichen nichts Neues. Es wurde bestätigt, dass der Feind am 18.02.1943 in den frühen Morgenstunden mit Panzer- und Motorkräften bei Stepanowski durchgebrochen war und die Front nach Norden und Süden aufgerollt hatte. Die Verbindung zwischen unseren Truppen bestand praktisch nicht mehr. Selbst Standort und Lage waren unbekannt. Einsatzbefehle wurden den Kampfgruppenführern keine gegeben. Lediglich wurde dem Führer der Kampfgruppe für die Nacht als Unterbringung ein Kuhstall zugewiesen, auf dem aber Hauptmann Tebbe verzichtete. Auf Vorhalten des Kampfgruppenführers, dass es wohl zweckmäßig sei, die gesamte Kampfgruppe zumindest nach Kislitzki vorzuziehen, wird das 29. Armeekorps zum Entscheid angerufen. Es ist wiederum neblig und kalt. Das 29. Armeekorps meldet sich trotz verzweifeltem Kurbeln am Fernsprecher nicht. Der Nachrichtenoffizier des Befehlspanzers, Leutnant Zinke, kommt in den Divisionsgefechtsstand und meldet dem Hauptmann Tebbe mit leisem Worte etwas ins Ohr. Hauptmann Tebbe verlässt den Gefechtsstand, um sich selbst zu überzeugen. Einwandfrei hört man aus nördlicher Richtung erneut Fahrzeuge und marschierende Panzer. Die konnten nur Feindpanzer sein. Der 1A kurbelte noch verzweifelt an seinem Telefonapparat. Der Divisionskommandeur befahl dem Kampfgruppenführer wiederum für seine Person, in den Kuhstall zu ziehen. Hauptmann Tebbe kann sich einer Grimasse nicht enthalten und meldet, dass die Verbindung zwischen dem 29. Armeekorps wohl nicht mehr zustande kommen dürfte, da sicherlich schon ein T-34 auf der Leitung stände. Hauptmann Tebbe ging mit dem Divisionskommandeur und dem 1A vor die Tür. Noch immer waren nach Westen rollende Panzer zu hören. Wortlos meldet sich Hauptmann Tebbe ab, um bei seiner Kampfgruppe über Funk das Notwendigste zu veranlassen. Als er sich kurze Zeit danach beim Kommandeur der 79. Infanteriedivision zum Einsatzbefehl melden sollte, hatte sich der Divisionsstab bereits mit unbekanntem Ziel abgesetzt. Er landete später beim Kommandeur der 16. Infanteriedivision. Da nun aber keine Befehlsverhältnisse mehr gegeben waren, meldete der Kampfgruppenführer dieses dem Kommandeur der 16. Infanteriedivision. Bereits um 18 Uhr erreichte Tebbe der Funkspruch, dass die Kampfführung für den 19. Februar die 16. Infanteriedivision und die gesamte Kampfgruppe in Petrogorjewsk verbleiben sollte. Um 20.35 Uhr meldet sich der Batteriechef der 2. Kompanie Panzerartillerieregiment 128 von der 23. Panzerdivision, Hauptmann von Bünau. Da er seit langem keine Einsatzbefehle mehr von der 79. Infanteriedivision erhalten hatte, unterstellte er sich freiwillig der Kampfgruppe Tebbe und bat um Aufträge. Freudige Angelegenheit, somit hatte die Kampfgruppe eine wesentliche Verstärkung erfahren, die sich später bezahlt machen sollte. Für die Nacht bezog die Batterie in Petrogorjewsk Stellung. Durch Funkspruch wurde die 23. Panzerdivision verständigt und durch Gegenfunkspruch wurde dieses nachträglich genehmigt. Mit Erlaubnis der 16. Infanteriedivision wird noch in der Nacht Aufklärung nach Dobryzin und Garmasch angesetzt. Dort angetroffene Teile des Grenadierregiments 179 werden gebeten, Spähtrupps nach Norden und Osten anzusetzen. Es ist 23 Uhr, da der geplante Angriff des nächsten Tages auf Stepanowski Garmasch von besonderer Bedeutung ist, wird zur Sicherung des Ortes noch ein Zugpanzer eingesetzt. 19.02.1943. Das Wetter ist kalt, nebelig, dann stürmisch und bedeckt. Die Kampfgruppe unter Führung von Hauptmann Tebbe bestand aus Panzerabteilung 116, Grenadierregiment 156, Panzerartillerieregiment 128. Sie erhielt Befehl, um 5 Uhr aus Petrogorjewsk anzutreten und über Garmasch nach Stepanowski vorzustoßen, erst zu nehmen und zu halten. Zur Unterstützung dieses Angriffes sollte um 5 Uhr antretend vom Straßenkreuz 4 Kilometer westlich
Bolschaja Neklinowka eine Kompanie Kratzschützen und dazu leichte und schwere Panzer der Panzerabteilung 503 Tiger, Kommandeur Oberstleutnant Erich Hoheisel, aus Latonovo zugeführt werden. Der Kommandeur Kratzschützenbataillon 165 sollte den Befehl über das Halten von Stepanowski übernehmen. Diese Kampfgruppe kam nicht mehr zum Einsatz. Um 5 Uhr tritt die Kampfgruppe Tebbe zum Angriff an. Sie erreicht Gamasch, sichert dort das Beziehen der Geschützstellung Batterie Bühnau. Während die 1. Kompanie 156 unter Führung von Hauptmann Baumgarten Crusius aufschloss. Die 2. Kompanie Panzerartillerieregiment 128 geht in Stellung. Die 2. Kompanie Grenadierregiment 156 sitzt auf die Panzer auf, zumal der Angriffsbefehl lautet: Kampfgruppe Tebbe nimmt beiderseits des Weges antreten, Stepanowski, 1. Kompanie 156 folgt auf Mottfahrzeugen, solange Feindlage dieses zulässt. Nach Absetzen folgen des Angriffes der Panzer. Nach Nehmen des Ortes, Besetzen und Halten des Osthanges der Höhe 105,7 nordnordwestlich Stepanowski. Bei feindlichem Panzerangriff absetzen, in Deckung gehen und niederhalten feindlicher Infanterie. Auftrag für das Panzerartillerieregiment 128 mit Beobachtungsstelle auf Punkt 90,7 unterstützt den Angriff durch Niederhalten feindlicher Batterien und Abwehrwaffen, insbesondere im Raum Stepanowski und Matwejew-Kurgan. Flankenbedrohung aus Norden, insbesondere aus Höhenzug 105,7, ist auszuschalten. Die Räderteile sind nach Gamasch abzuschieben. Die Kampfgruppe Tebbe tritt um 6.05 Uhr an. Die Höhe 90,7 wird ohne Feindbührung erreicht. Die schwache Infanteriesicherung von Hauptmann Brese wird zurzeit noch vorgefunden. Von hier ab entfaltet und entwickelt sich die Panzerabteilung 116 beiderseits des Weges und stößt über die Höhe 90,7 in den Fodorenko-Grund vor. Dabei erhalten die eigenen Panzer, besonders die 4. Kompanie Panzerabteilung 116 unter Oberstleutnant Kühne, heftiges Packfeuer aus der Gegend ca. 1 Kilometer nördlich von Stepanowski. Auf die erkannte Packstellung legt die 2. Kompanie Panzerartillerieregiment 128 einen Feuerschlag und ermöglicht hierdurch das Überschreiten der Höhe in schnellen Sprüngen. Die Infanterie folgt aufgesessen. Im Fedorenko-Grund drehen die Panzer nach Osten ein. Mit der Unterstützung der Panzerjägerabteilung 228 gelingt es, in überschlagenem Einsatz die Packstellung im hohen Schilfgras zu bekämpfen. Eine Batterie 762er Pack wird außer Gefecht gesetzt. Die aufgesessenen Grenadiere durchkämmen das Gelände nach versprengter feindlicher Infanterie. Es ist 6.45 Uhr. Immer wieder auflebendes Packfeuer verhindert das Hinaustreten aus dem Fedorenko-Tal. Dann treffen zur Unterstützung U-87 ein. Durch Richtungsschüsse aus den Panzern mit Leuchtpistolen werden Lichtzeichen auf die Ziele gegeben. Mit Bomben und Bordwaffen greifen die Kampfflieger an. Inzwischen ist das Grenadierregiment 156 hinter der Grube abgesessen und greift jetzt mit den Panzern Stepanowski an. Infolge von Munitionsmangel bei den Panzern 4 und Mangel an Nebelmunition wird das Niederhalten des flankierenden Packfeuers erschwert. Um 7.45 Uhr erfolgt ein Stukaangriff. Die Panzerabteilung 116 dringt in das Dorf ein. Die Häuser werden von den Grenadieren durchsucht. Die Panzer beziehen Stellung am Ortsrand und bekämpfen in Richtung Matwejew-Kurgan zurückflutende Feinde. In Stepanowski werden 3 deutsche 8,8 Flak und 2 2 cm Flak wieder in eigene Hand gebracht. Dazu zahlreiche Waffen, Geräte und ein Protzkraftwagen. Ein Schwerverwundeter der 79. Infanteriedivision, der am Vortag dort nicht geborgen werden konnte und sich im Schilf versteckt hat, wird nun geborgen und zurückgeschafft. Die Grenadiere bereinigen und besetzen nunmehr unter dem Schutz der Panzer die Höhe 2 Kilometer nördlich Stepanowski. Die Grenadiere erhalten den Befehl unter Zurücklassung von Sicherungen in Stepanowski, die Höhe südlich davon zu besetzen und zu halten.
Mit Inbesitznahme dieser beiden Höhen ist nun mal der Durchbruch und die Nachschubstraße der sowjetischen 4. Mechanisierten Gardekorps unterbrochen und abgeriegelt. Um 8.30 Uhr bekämpft der Feind aus Gegend südlich Matwejew-Kurgan die bereits sich in Stepanowski sich sammelnden Panzer mit mehreren Stalinorgeln. Der VB des Panzerartillerieregiments 128 hat die Stellung erkannt und zwang sie durch Feuer zum Stellungswechsel. Einmal erkannt, können sie auch in der neuen Stellung nicht unbekannt und unbehelligt wirken. Sie werden mit Feuer belegt und rücken ab. 20.02.1943. Auch heute scheint die Sonne nicht durchzubrechen. Es ist 6 Uhr, kalt, stürmisch und bedeckt, als der Befehl zum Durchkämmen des schluchtenreichen Fedorenko-Tals eintrifft. Das Tal wird bis nach Dubikin von versprengten Feindkräften gesäubert. Mehrere Pack- und Panzerbüchsen vernichtet. Von Dubikin aus wird nach Osten eingedreht, um die beherrschende Höhe 105,7 im Angriff zu nehmen. Da erreicht Hauptmann Tebbe die Orientierung, dass der Angriff der 23. Panzerdivision von Norden aus nach Süden gut vorankommt. Der Angriff auf Höhe 105,7 ist einzustellen und um 12 Uhr soll die Kampfgruppe Tebbe zusammen mit dem Kratzschützenbataillon 156 und der schweren Panzerabteilung 503 Tiger zum Angriff auf Anastajewska antreten. Jedoch ist die schwere Panzerabteilung 503 Tiger innerhalb des Abschnittes der 23. Panzerdivision gebunden. Sie steht daher nicht zur Verfügung, desgleichen auch nicht das Kratzschützenbataillon 156. Aus dem Angriff wird ein Sicherungsauftrag. Die Abteilung marschiert über Pokrewski, Levschenko, Werschnewki und Schiroki weiter. Um 13 Uhr wird Sicherung bezogen, in Höhe der Sochose Nummer 15. 21.02.1943. Das Wetter hat sich verbessert. Um 5.15 Uhr soll die Kampfgruppe Tebbe in Zusammenarbeit mit den Panzern der schweren Panzerabteilung 503 zum Angriff auf Anastajewska antreten und das sowjetische 4. Mechanisierte Gardekorps vernichten. Die Kampfführung wird Hauptmann Tebbe übertragen. In gemeinsamer Absprache mit dem Kommandeur der schweren Panzerabteilung 503 wird beschlossen, dass die 503 nördlich umfassend auf Anastajewska vorstoßen soll, während die Panzerabteilung 116 frontal bindend und von Süden mit der 4. Kompanie Panzerabteilung 116 in Anastajewska einbricht. Erst um 7.30 Uhr ist die gemeinsame Bereitstellung bei Punkt 127.8 etwa 7 Kilometer südostwärts Anastajewska eingenommen. Um 8 Uhr erfolgt von Osten über Punkt 66 ein frontaler Scheinangriff der Abteilung, um den Gegner zu einer Schwerpunktbildung an der westlichen Ortsseite zu veranlassen. Jetzt tritt zur nördlichen Umfassung die Tigerkompanie von Oberleutnant Heilmann an und zur südlichen Umfassung die verstärkte 3. Kompanie Panzerabteilung 116. Gleich nach dem Antreten fällt die Funkverbindung innerhalb der schweren Panzerabteilung 503 Tiger aus. Der Nachrichtenoffizier nimmt mit dem Befehlspanzer der Panzerabteilung 116 die Funkverbindung und behält diese auch bis zum Abbruch des Kampfes. Um 8 Uhr beginnt der Angriff. Auf etwa 2000 Meter eröffnen ca. 12 Feindpanzer und Pack aus dem Südteil des Dorfes das Feuer. Die Kratzschützen sitzen ab. Unter Ausnutzung der Mulde und unter dem Feuerschutz der anderen Panzerzüge
stößt ein Zug zur Straße vor, die von Süden in den Ort Anastajewska führt. Ein feindliches Aufklärungsflugzeug, das gerade starten will, wird von einem unserer Panzer abgeschossen. Der Spitzenpanzer stellt die Verminung der Straße fest. Die Kratzschützen folgen dem Angriff zu Fuß. Zwei T-34 werden an der Südostecke von Anastajewska abgeschossen. Sie brennen. Eine Pack auf der Höhe westlich von Anastajewska wird durch Volltreffer vernichtet. Weitere Feindpanzer, nach Schätzung sind es etwa 12 bis 14, haben sich in den Ort zurückgezogen. Etwa 100 Meter vor dem Südeingang von Anastajewska sind ausgebaute Schützenstellungen mit Panzerbüchsen. Im Südwestteil schwere Granatwerfer, die bereits feuern. Unter dem Feuerschutz des mittleren und rechten Packzuges gelingt es, dem linken Zug in einem Sprung den Südrand des Ortes zu erreichen, feindliche Infanteriestellungen zu überrollen und sich an den ersten Häusern festzusetzen. Die Kratzschützen werden durch Zug verständigt. Ihnen gelingt es, mit ganz geringen Verlusten über die freie Fläche zu kommen und sich in den Häusern des Ortes festzusetzen. Ein T-34 wird abgeschossen. Der Russe, der die Flanke bedroht, zieht sich nun mit seinen schweren Waffen in den Mittelteil des Ortes zurück. Dadurch wird der Ortsrand entblößt und die Masse der Kompanie Oberleutnant Euler kann nunmehr im Südosten eindringen. In Zusammenarbeit Panzer und Kratzschützen wird danach Haus für Haus durchkämmt. Schließlich hat die Kompanie Kühne, Panzerabteilung 116, folgende Linie erreicht. Rechter Zug ist am südöstlichen Teil, mittlerer Zug daran anschließend. Der linke Zug in den Gärten am Westrand des Ortes. Nach Süden hat Oberstleutnant Kühne zwei Panzer IV zur Sicherung eingesetzt. Die durch Beschuss in Brand geratenen Häuser und Panzer nehmen durch ihre Rauchentwicklung die Sicht. Der Feind sammelt sich wieder, benutzt die Gelegenheit, im Schutze des beißenden Rauches zwei T-34 vorzuschicken. Aufgesessene Infanterie ist zu erkennen. Einer der T-34 durchbricht im Schutze des Qualms die vordere Linie, stößt nach Süden durch und wird hier von der nach Süden abgestellten Sicherung durch Oberfeldwebel Rose abgeschossen. Der andere T-34 nimmt hinter einem Haus Deckung. Er ist weder durch den rechten noch durch den mittleren Zug zu fassen. Der feindliche Gegenstoß wird beiderseits der Dorfstraße mit Schwerpunkt ostwärts geführt. Die eigenen Kratzschützen bleiben in der Höhe der eigenen Panzer und schießen mit einer zurückeroberten 2 cm Flak auf die feindliche Infanterie, die unter großen Verlusten liegen bleibt. Der nach Süden sichernde Zug schießt dann schließlich in einem günstigen Moment den angreifenden T-34 ab. Damit ist dieser Gegenangriff des Feindes abgewehrt. In diesem Moment bietet der Kommandeur der 16. Infanteriedivision General Gerhard Graf von Schwerin dem Hauptmann Tebbe Luftwaffenunterstützung durch Bomberverbände an. Hauptmann Tebbe fragt durch Funk bei der Tigerkompanie Heilmann Standort und Lage. Oberleutnant Heilmann meldet, dass der Angriff gut vorankommt und er bereits den Nordteil von Anastajewska erreicht habe. Da die Teile von Tebbes Kampfgruppe bereits bis zur Mühle von Anastajewska stehen, lehnt er die Luftwaffenunterstützung ab, um nicht die eigenen Truppen zu gefährden. Weil seiner Meinung nach in etwa einer halben Stunde Tuchfühlung untereinander erfolgen müsste. Das jedoch, trotz der starken Feindbesetzung von Anastajewska, vom Anrücken der Kompanie Heilmann nicht zu bemerken ist, wird nochmals um Lage und Standort gebeten. Heilmann bestätigt wiederum, dass er im Nordteil der Stadt sei und keinen Feindwiderstand vorfände. Daraufhin ergeht die Information an die Einheiten der Abteilung, dass mit dem Gegenstoß oder Ausbruch des Feindes nach Osten oder Westen in Kürze zu rechnen sei. Aber von der Kompanie Heilmann ist weder etwas zu sehen noch zu hören. Hauptmann Tebbe bittet durch Funk um Abschießen von Leuchtsignalen. Der Abschuss wird per Funk mitgehört. Die Leuchtsignale sind aber nicht zu sehen. Da meldet Kompanie Heilmann, Sie werden lachen, ich bin in einer ganz anderen Stadt, nämlich im Nordteil von Marfinskaja. Dem Hauptmann Tebbe war bei dieser Meldung keineswegs zum Lachen zumute, bedeutet sie doch, dass das gesteckte Ziel, die Vernichtung des 4. Mechanisierten Gardekorps, gefährdet war. Die Unterstützung der Luftwaffe war nun aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr anforderbar. Außerdem musste im Fall eines Misslingens der Angriff auf Anastajewska der verstärkten Kompanie Kühne mit der abgesessenen Kratzschützen
Kompanie über eine freie Ebene mit ansteigendem Hang erfolgen. Ein Panzer der Panzerabteilung 116 erhielt 2 Treffer. Er ist nur noch rollfähig. Der Fahrer bootet aus und sieht hinter der nächsten Hausecke ein T-34. Er vernichtet ihn mit einer Haftladung. Die Häuser und die Panzer brennen. Ein weiterer Angriff erscheint ohne Erfolgsaussichten, da die Dunkelheit in Kürze hereinbrechen wird. Der Gegner verteidigt sich 10 in Häusern. Hauptmann Tebbe entschließt sich zum Lösen vom Feind. Unter Ausnutzung mehrerer Feuerschläge sowie Ausnutzung des Rauches gelingt es der Kompanie Kühne und den Kratzschützen, sich unter dem Feuerschutz der Panzer vom Feinde zu lösen. Um Mitternacht erhält Hauptmann Tebbe den Befehl, sich in den Morgenstunden für den nächsten Angriff auf Anastajewska vorzubereiten, diesmal mit Artillerie- und Luftwaffenunterstützung. 22. Februar 1943. Der Zug des Oberfeldwebel Rose, 3 Panzer 3 und 1 Panzer 4 der Tigerabteilung 503, hat den Auftrag, bei Sofrose Nummer 15 den Übergang über die Samatskaja-Schlucht gegen Ausbruchsversuche des in und bei Anastajewska eingeschlossenen Feindes zu sichern. Durch einen Melder wird der Zug Rose an die Furt geleitet und nimmt von dort aus Verbindung mit der nördlich davon sichernden Kompanie Heilmann auf. In den ersten Stunden des 22. Februar erscheint der Feind mit mehreren Panzern. Es werden 12 Stück gemeldet und eine endlos erscheinende LKW-Kolonne vor der Sicherungsstellung der Kompanie Heilmann. Der Zug Rose hält Befehl, mit dem Panzer 4 und einem Panzer 3 nach Norden vorzustoßen, um der Kompanie Heilmann durch Flankenstoß Entlastung zu verschaffen. Nachdem Kompanie Heilmann einen Feindpanzer abgeschossen hat, dreht der Gegner mit Panzern und einigen Fahrzeugen nach Süden ab und nähert sich den Stellungen des Zuges Rose. Dieser hält daraufhin von der Kompanie Heilmann den Befehl, die vorgezogenen beiden Panzer wieder in die Sicherungsstellung zurückzunehmen und den Übergang über die Smatskaja-Schlucht zu halten. Gleich darauf sind Panzergeräusche aus Norden zu hören, die sich nach Osten verlieren. Oberfeldwebel Rose meldet diese Beobachtung und erkennt gleichzeitig motorisierte Kolonnen am Ostrand der Schlucht von Norden kommen, die nach Osten in eine Schlucht auf Samalilov einbiegen. Der Zug nimmt den Kampf auf, erhält aber den strikten Befehl, weiterhin nach Westen zu sichern. Er erhält erst die Erlaubnis zum Eingreifen, als kein Fahrzeug mehr zu sehen war. Auf Bitten erhält Oberfeldwebel Rose nun auch die Erlaubnis, die Verfolgung aufzunehmen. Die Russen verlassen nun ihre Fahrzeuge und fliehen zu Fuß. Rose stößt bis über die Rollbahn Tangerok-Stalino bei Samilov vor, als aus entgegengesetzter Richtung 4 Sturmgeschütze mit aufgesessener Infanterie kommen. Der Nachrichtenoffizier der Panzerabteilung 116, der nie auf Befehle wartete, hatte den Funkverkehr des Oberfeldwebel Roses mitgehört. Wir waren im Bilde und tobten, dass dem Rose die Hände gebunden waren. Wir versuchten nun zu beantragen, dass Oberfeldwebel Rose mit seinem Zug wieder der Panzerabteilung 116 unterstellt wird. In Erkenntnis des Ausbruchsversuches des Gardekorps verstärkte Hauptmann Tebbe den noch immer bei Stepanowski befindlichen Zug des Stabsfeldwebel Schulze mit 2 Panzern 4. Mit Stabsfeldwebel Schulze, der immer auf Empfang zu stehen hatte, wurde sofort Verbindung aufgenommen. Er musste selbst an das Funkgerät. Die Einweisung und den Befehl, den er durch Hauptmann Tebbe erhielt, war einfach und kräftig. Du Hundesohn, aus mit dem Schlaf. Unsere Freunde brechen aus, sie werden bei dir vorbeikommen. Pass auf, dass keiner durchkommt. Nimm sofort mit den Grenadieren Verbindung auf, orientiere sie und bitte sie um Unterstützung. Auf Empfang bleiben, jede Bewegung melden. Schulzes große Stunde, die ihm das Ritterkreuz einbringen sollte, begann. Stabsfeldwebel Schulze nahm mit dem Chef der 1. Kompanie Grenadierregiment 156, Oberleutnant Memminger, Verbindung auf. Beide sollten später eng zusammenarbeiten. Es war eine sternklare Nacht. Kalt. Die Wege und Hänge waren tagsüber aufgetaut und gegen Abend gefror der matschige Schnee zu spiegelblankem Eis. Oberleutnant Kurt Sollmann, der Chef der Versorgung, hatte alle Hände voll zu tun, immer wieder rutschten Fahrzeuge in den Graben. Da setzte er Zugmaschinen ein, die er von der Werkstatt holte. Auch die Verpflegung war knapp. Die Besatzungen lebten aus eigenen Vorräten, die die erfahrenen Kommandanten immer im Panzer hatten.
Um 2 Uhr morgens erfolgte die uns bereits bekannte Orientierung durch den 1A Oberstleutnant von Kienle, dass der Feind aus Anastasiewka ausbreche und man sich zur weiteren Verwendung zum Straßenkreuz nördlich Petrogrujewsk begeben soll. Die Panzerabteilung 116 ist noch nicht marschbereit. Der einzige Spritwagen, der sich festfährt, kann per Hand noch entladen werden. Oberstleutnant Sollmann erhält den Befehl, Betriebsstoff und Munition zum Straßenkreuz nördlich Petrogrujewsk zu bringen. Das war zwar gefährlich, aber jetzt musste alles auf eine Karte gesetzt werden. Einige Panzer wurden aufgetankt, die anderen werden in Schlepp genommen. Bis zu 3 Panzer werden angehängt und los geht es zum befohlenen Straßenkreuz. Immer wieder rutschen die Panzer auf der Vereisenstraße ab und um 8.30 Uhr kann man die Panzerabteilung Tebbe von Straßenkreuz nördlich Petrogrujewsk über Verschny Shiroki südlich Kuklik über Punkt 108 nach Höhe Punkt 105 nördlich Fedorenko Vorstoße sehen. Außer durch Funk besteht auf diesem Angriffswege keine Tuchfühlung oder Berührung mit der 23. Panzerdivision. Da meldet Stabsfeldwebel Schulze, dass vor der ausbrechenden Kolonne etwa 1 Kilometer davor ein feindlicher Panzerspähwagen vorausfährt, und zwar auf der Straße Fedorenko-Matwejew, Kurgan. Dieser wird vermutlich von der Flanke abgeschossen bzw. fuhr auf Minen. Der Panzer von Stabsfeldwebel Schulz fällt durch technischen Defekt aus. Er botet um. Die feindliche Kampfgruppe taucht deutlich im Fedorenko-Tal auf. 2 kleine Bäche muss Schulz überqueren, bis es ihm gelingt, das Tal zu sperren. Er bekämpft die Feindspitze mit allen Waffen. Beim Feind entsteht Verwirrung. Da lösen sich aus der Mitte der Kolonne 4 Feindpanzer, 2 KW-1 und 2 T-34. Bei einem weiteren deutschen Panzer bricht die linke Zwischenwelle. Er fällt bewegungsunfähig aus, kann aber noch schießen. Die beiden KW-1 werden im zusammengefassten Feuer des Zuges Schulze auf etwa 250 Meter Entfernung zusammengeschossen. Die beiden T-34 versuchen, gefolgt von Motorfahrzeugen, in einen Seitenteil nach Norden auszubrechen. Der Zug des Stabsfeldwebel Schulze nimmt die Verfolgung auf, während die restlichen bewegungsunfähigen Panzer des Zuges die feindliche Infanterie und Mottkolonnen niederkämpfen. Sie verhindern, dass die erst jetzt erkannten angehängten Packgeschütze in Stellung gehen. Von der eigenen Pack oder der Artillerie, zumindest aus der Artilleriestellung, erhält ein eigener Panzer IV einen Treffer. In der Verfolgung werden die beiden Spitzenpanzer T-34 abgeschossen. Unter den sich Ausbotenen befinden sich 2 sowjetische Generäle. Der eine ergibt sich, während der andere sich tapfer verteidigt und fällt. Es war dies, wie sich später herausstellen sollte, der kommandierende General des marginalisierten 4. Gardekorps, Generaloberst Danstichin. Der Abschnitt ging später an die 23. Panzerdivision, welche dann die Gefangenen übernahm und auch verhörte. Die Kolonne, nunmehr gänzlich in Verwirrung geraten, stockte. Ein Entweichen ist nicht mehr möglich. Die Hänge zum Teil steil oder auch vereist. Die Besatzung der Fahrzeuge verlassen fluchtartig ihre Lkw und verkriechen sich in Löchern und Gräben. Die noch mehrfachen Versuche, doch noch die Pack in Stellung zu bringen, scheitern. Schulze schießt sie mit seinem Panzer ab. Der die Schlucht nördlich umfassende Angriff der Panzerabteilung 116 unter Hauptmann Tebbe kommt ebenfalls gut voran. Punkt 108 ist eingenommen. Von 2 Seiten werden nun Teile des sowjetischen Korps gefasst. Oberleutnant Kühne sieht die zahlreichen zerklüfteten Schluchten feindbesetzt. Ein Fahren mit dem Panzer ist nicht möglich. Die eigene Infanterie ist noch nicht herangekommen. Da entschließt er sich, mit seinen Männern auszuboten, und im Kampf Mann gegen Mann werden zahlreiche Gefangene eingebracht. In der Zwischenzeit stößt Hauptmann Tebbe auf die Höhe Punkt 105,7 vor. Der Gegner ist zermürbt. Nach kurzem Kampf ist auch diese beherrschende Höhe wieder in eigener Hand. Als der Panzer des Hauptmann Tebbe mitten auf der Höhe steht, bereitet sich vor seinen Augen die volle Katastrophe aus. Tief kann man in das Tal bis nach Matjewiw-Kurgan sehen. Da erscheint auf der Höhe der Gefechtskübel von Tebbe. Aus ihm springt mit fröhlichem Gesicht der treue, bewährte Bursche von Hauptmann Tebbe, der Obergefreite Merle. In der Hand eine Schüssel mit Essen. Lachend, aber trotzdem mit Flüchen, wird er empfangen. Denn hier hat er weiß Gott nicht zu suchen. Da greifen uns Tiefflieger an. Der eine setzt auf den von Tebbe an.
Der Fahrer fährt zickzack, die Bomben fallen. Merle erhält noch rechtzeitig eine Warnung. Schnell und geistesgegenwärtig lässt er den Essentopf fallen und mit einem Hechtsprung ist er unter dem Panzer des Kommandeurs. Die Bombe kracht circa einen Meter daneben nieder. Knall, Staub und Dreck. Wir schütteln uns und boten aus. Und nachdem der gute Merle wieder zu sehen ist, ist alles gut. Er blutet und lacht, dann flucht er. Unser Abteilungsarzt, der immer an allen Brennpunkten des Kampfes anwesende Oberarzt Dr. Heinrich Hechelmann, nimmt ihn in seine Obhut. Die Höhe ist genommen. Da melden Oberstleutnant Kühne und Stabsfeldwebel Schulze, dass 8 sowjetische Stabsoffiziere gefangen genommen sind, sowie ein General und ein Major tot sind. Die Höhe 105-7 wird an die 23. Panzerdivision übergeben. Stabsfeldwebel Schulze verbleibt in Stepanowski, während die Panzerabteilung 116 wieder in Latanovo zur Verfügung der Division gesammelt wird. Oberstleutnant Kühne, der schon seit einigen Tagen trotz Erkrankung geführt hat, muss jetzt ins Quartierbett und da hilft kein Einspruch. Nach Rücksprache mit Oberstleutnant Memminger wird Stabsfeldwebel Schulze zum Ritterkreuz eingegeben. Er erhält dieses am 18. August 1943 und wird später zum Leutnant befördert. An diesem 22. Februar 1943 werden außer unzählige Gefangene auch 130 Lkw erbeutet. Aber so viel Fahrer hat die Abteilung nicht. Um diese Fahrzeuge zu bewegen, werden Freiwillige gesucht, die sich bereit erklären, die erbeuteten LKWs zu übernehmen. Es melden sich alle Gefangenen und nun werden die Fahrzeuge wieder mit denselben Fahrern besetzt, die ursprünglich jene gefahren haben. Die russischen Gefangenen werden dann später als Hiwis eingesetzt und bleiben zum größten Teil bis zum Schluss des Krieges bei der Panzerabteilung 116 bzw. bei dem Panzerregiment 16. Sie haben sich gut bewährt.